Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, mal wieder zu einem XXL-DM-Haul. Ich habe mal eben 100 Euro bei DM gelassen, beziehungsweise sogar etwas mehr. Möchte euch das zeigen, ich habe hier zwei pralle, volle Taschen. Und ich würde sagen, wir starten wieder mit Make-up Beauty so in die Richtung, kommen dann zu Haushalt, Kindern und Kaninchen. Deswegen starten wir direkt mal mit einem krassen Deal, weil vielleicht findet ihr sogar noch die ein oder anderen Produkte. Bei mir gab es noch das ein oder andere zu kaufen, denn Essence stellte sein Sortiment um und die haben so viele Produkte auf 95 Cent runtergesetzt. Da denkt ihr euch jetzt so, okay, die kosten ja sonst auch nur 1,95 Euro. Nein, sogar diese Lidschattenpaletten von 10 Euro haben die auf 95 Cent runtergesetzt. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar und habe da natürlich noch ein bisschen was ergattern können. Einmal die Nacho Princess Palette, so sieht die aus. Total cool, das sind diese runden. Das ist so eher diese Pink-Steintonmäßige Palette gewesen. Dann habe ich die Born Awesome. Da ist leider das Papierchen jetzt verrutscht. Die ist in so, ja, Orangetönen, so ein bisschen Naturtöne, aber auch so ein Blau mit dabei. Es wird auf jeden Fall was in die Verlosungsbox kommen, Leute. Verlasst euch drauf, auch wenn ihr nichts mehr bekommt. Die Too Glam To Give A Damn Palette haben wir. Wie schön ist bitte das Packaging von all den Paletten. Die hat auch so einen coolen Gelb-Gold-Ton, finde ich. Den finde ich sehr, sehr interessant. Und wir haben sogar eine Highlighter-Palette. Und da gibt es noch so viele von, verstehe ich gar nicht. Die Glow, nee, Go For The Glow Palette ist das von Essence. Und die hat so schöne Töne, sogar so ein, ja, so ein lila-rosa Highlighter. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher rankommen. Finde ich total schön. Verstehe ich gar nicht, warum die noch da war. Wir machen mal weiter. Kommt gleich auch noch was von Essence aus der neuen Kollektion. Dann habe ich mitgenommen zweimal diesen Aufheller. Ich hatte ja letztes Mal blondiert und dann hat mir jemand empfohlen, ich soll diesen Extrem-Aufheller nehmen. Entweder sind meine Haare danach total damaged oder, aber ich habe ja schöne Perücken. Oder es klappt gut. Ich werde es für euch testen. Ich habe das andere Video nicht hochgeladen, weil meine Haare danach total gelb waren. Das war auch dasselbe, nur eine Nummer Eisblond hieß das, glaube ich. Das habe ich übrigens zweimal mitgenommen. Das wird gleich also nochmal irgendwo auftauchen, auf jeden Fall. Was immer mit musste und was es diesmal in dieser süßen Mops-Edition gab, sind natürlich Kosmetiktücher. Wie süß ist der Mops? Den gibt es sogar auf Klopapier mittlerweile. Das ist richtig krass, finde ich. Was haben wir hier als nächstes? Achso, da ist schon die zweite Packung, sehe ich gerade. Weil ich brauche ja immer ein bisschen mehr für meine Haare, ne? Wie ihr wisst. Dann habe ich hier so einen Liner und der ist richtig cool. Electric Vibes nennt er sich von Essence. Und zwar ist der in so einem coolen, ja, so ein bisschen neonmäßig ist der. Könnt ihr das erkennen? Ich glaube, ich bin zu weit weg heute mal. Da. Und den habe ich aber auch nochmal in so einem Blauton. Das werdet ihr aber gleich sehen. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt hier sortiere oder ob ich einfach querbeet mache. Ich glaube, ich mache einfach querbeet. Weil ich kriege hier eh nichts sortiert. Hier sind zu voll die Tüten. Dann habe ich einen Denk mit Hygienespüler auf Anraten von Jerome Kutscher mitgenommen. Weil der wohl die Wäsche total lecker riechen lassen soll. Ich bin gespannt. Ich habe das noch nie benutzt. Dann haben wir Erkältungstee für die Kinder mitgenommen. Ich war da, glaube ich, gefühlt über eine Stunde heute wieder. Erkältungstee für die Erwachsenen. Und natürlich, was nie fehlen darf, sind auch Quetschies. Dann als nächstes haben wir, was haben wir denn hier? Achso, genau, ich wollte so Strähnchen zaubern mit diesem, dieser Blondierung. Da habe ich so einen Evelyn Strähnenkamm mitgenommen. Mal gucken, ob der was bringt oder nicht. Wir werden sehen. Und auch wieder eine Neuheit mal wieder. Ein Hyaluron-Hydrogel-Maske von Schebens. Finde ich mega cool. Ich kenne von Schebens noch gar keine Tuchmasken und ich bin super gespannt. Dann nehmen wir mal ein Rotbäckchensaft, weil ich ja jetzt echt in 3 Wochen dreimal krank geworden bin. Und vielleicht hilft es ja was, wer weiß das schon, ne? Dann wieder ein, das roch so lecker, mit Rose und Vanille, ein Cremebad von Balea. So sieht das aus, so ein bisschen rosa. Jetzt riecht mir, es riecht echt richtig lecker. Nicht so krass nach Vanille, eher so dezent. Falls euch dieser Look gut gefällt, den findet ihr demnächst im One Brand Full Face Make-up von Sleek. Ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Dann habe ich hier einen Strähnenpinsel auch noch mitgenommen. Also wir wollen ein bisschen professional werden hier zum Haare färben, ja.
gucken wir mal, ob das so klappt. Und den ist so lecker. Kennt ihr den? Dinkel gepufft. Boah, der schmeckt wie Smacks in geil, aber einfach so. Und man denkt auch, oh, das ist gesund. Ist ja Bio, ne? Dann habe ich hier so ein für meinen Mann Badekristalle Rückenwohl mitgenommen. Gucken wir mal, weil der immer Rückenschmerzen hat vom Arbeiten. Ob das was bringt. Und hier habe ich auch wieder was Neues im Gepäck. Und zwar von Palmolive verwöhnende Tonerde Cremedusche. Habe ich noch nie gesehen, dass irgendwie eine Dusche mit Tonerde ist. Deswegen hat mich das doch sehr interessiert und muss auf jeden Fall mit. Wie gesagt, ich mische jetzt hier einfach alles durch. Ist egal. Dann habe ich von Taxofit, das fand ich mega interessant. Und zwar sind das, Taxofit macht ja eigentlich so Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist Calcium mit Vitamin D3, fehlt uns ja allen, ne, Vitamin D. Aber als Schokoschmuis, und ich würde sagen, wir testen die Leute, wir testen die sofort. Das war irgendwie total geil. Also entweder schmecken die jetzt richtig doof oder die schmecken richtig gut. Die sind immer so einzeln verpackt und die sehen aus wie so Kaubonbons. Kurze Drehpause und ich weiß nicht, geschmeckt hat. Das ist sehr, sehr lecker. Es schmeckt jetzt nicht so super schokoladig, aber auf jeden Fall lecker nach Schokolade schon ein bisschen. Meine Oma gerade angerufen hat, deswegen musste ich mal ganz kurz dran gehen. Wir gehen nämlich heute Abend auf eine, wie nennt sich das, Nachtwächtertour nach Düsseldorf. Ich bin super gespannt. Kriegt man so ein bisschen was über diese schaurige Historie wohl erzählt von Düsseldorf. Das wird bestimmt richtig cool. Deswegen mussten wir kurz noch quatschen. Dann habe ich eine Sensodyne-Sensitivität und Zahnfleisch mitgenommen. Also ich schwöre echt auf Sensodyne. Zahnpasta. Ich habe ja auch mal so ein Video gemacht über Bio-Repair, das war auch total super, aber irgendwie hilft das doch noch mehr, wenn man so empfindliche Zähne hat. Und dann wieder eine Limited Edition, und zwar eine neue. Schade, dass ich die noch nicht riechen kann, dass es zu ist. Und zwar auch wieder eine Tuchmaske, Colm Coco von Balea. Oh, die wird bestimmt richtig geil riechen. Ich freue mich so darauf, die zu testen. Dann haben wir einen Magen- und Darmtee, wenn die Kinder mal Bauchweh haben einfach. Habe ich die mitgenommen. Und wie süß ist bitte dieser Badefüßer? Auch neu bei DM. Richtig, richtig süß. Wie so ein Donut gemacht. Man riecht noch nicht so viel. Könnte ein bisschen rosig so riechen. Und dann habe ich Zinksalbe fürs Pferd wieder mitgenommen. Und noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, weil die damals richtig gut gewirkt haben bei mir. Und zwar ist das Vitamin B12 Depot. Und danach war ich richtig fit, als ich die genommen habe. Das war echt schon krass. Dann darf nie fehlen ein Babyvita Eisensaft. Den trinke ich erstmal total gerne und Eisen haben eh immer einen Mangel irgendwie gefühlt. Dann brauchte ich natürlich OBs. Und was, ich lasse es mal kurz hier runterfallen. So. Dann habe ich hier, es gab auch ein paar Sachen, die runtergesetzt waren. Einmal, ach, die riecht so gut. Limited Edition Wintermärchen. Ein winterliches Pflegebad von Tete Sept. Da musste ich einfach zugreifen, weil sowas kann ich nie genug haben, Leute. Und aber auch so ein Badefisser, wieder ein Sprudelbad, auch mit Kokos, ist auch neu bei Balea. Das wird bestimmt auch richtig geil sein. Ach so, das ist übrigens mit Kokos und Asche. Okay, normalerweise bade ich nicht in Asche, aber ich fand das auf jeden Fall interessant, weil da einfach Kokos mit bei war. Und das nehme ich immer, ich kann euch das so ans Herz legen, weil ich werde grundsätzlich irgendwie immer krank, bevor ich meine Tage bekomme. Kennt ihr das? Dass ihr einfach so ein Krankheitsgefühl habt. Und dann nehme ich die und es bricht nicht aus. Ich nehme wirklich eine davon. Das ist so ein Vitamin C Depot. Und ich hatte die letztes Mal nicht da. Und dann war ich 3 Wochen auf einmal am Stück krank. Und jetzt habe ich gedacht, ich kaufe die jetzt immer wieder. So, als nächstes habe ich hier, das ist auch neu gewesen, Beautiful Long Creme Kur. Für langes und geschädigtes Haar von Balea ist die übrigens. Da gibt es auch noch ein passendes Shampoo zu, aber ich nutze ja im Moment sehr viel Silber-Shampoo. Deswegen habe ich da jetzt drauf verzichtet. Dann haben wir hier eine Spielfiguren-Zahnbürste für den Kleinen. Da ist so ein Dino, glaube ich, unten dran. Ja, ich glaube, du könntest erkennen. Dann haben wir hier, das ist der andere Liner übrigens von Essence. Und zwar so ein Blau ist das. Das kann ich euch auch ganz kurz zeigen. Na, da ist es.
Also so richtig knallige Farben, krasse Pigmentierung. Ich glaube, das wird ein paar coole Looks auf Instagram geben. Falls ihr mir da noch nicht folgt, auch da heiße ich Testy Tasty, dann tut das schleunigst. Dann habe ich meine Lieblingshandseife, die nutze ich ja immer, Sagrotan Samtschaum. Diesmal mit Rose. Ich benutze sonst immer andere Düfte, aber irgendwie gab es diesmal nichts anderes. Außer diese weiße, die riecht halt so nach gar nichts. Aber ich dachte, nehme ich mal die mit. Und dann auch wieder was Neues. Die fand ich so süß. Guckt euch die mal an. Die sehen aus wie kleine Bonbons. Und zwar sind das Sprudel-Badetabs mit so Tierchen drauf. Die fand ich total niedlich. Oh, sieht man das? Moment, ich muss die anders sein. So. So sehen die aus, wie so kleine Bonbons. Und ja, ich bin echt gespannt. Einfach süß. Dann habe ich hier noch so ein paar Badezusätze. Einmal auch so ein neuer Warm and Cozy Badesalz mit Pflaume und Vanille von Balea. Dann waren die auch wieder, die waren jetzt runtergesetzt. Einmal so Secret Mountain, Himalayan Honeysuckle. Riecht auch sehr lecker. Von Track and Moon und von Bilou sogar. Das habe ich mitgenommen. Ein schäumendes Badesalz, weil es auch runtergesetzt war. Habe ich das einfach mal mitgenommen. Sonst bin ich ja nicht so der riesen Bilou-Fan. Ich meine, die Sachen riechen schon geil, finde ich. Und die sind auch cool aufgemacht, aber keine Ahnung. Manchmal sind andere Sachen halt einfach besser. Weiter geht's hier mit dieser Riesentüte. Und zwar haben wir einmal die 5er Pampers von Babylove. Die benutzen wir immer, wie ihr sicherlich wisst. Dann habe ich hier, probiere ich mal aus. Und zwar ist das der Schmutzradierer von Profissimo. Sonst nehme ich immer den von Meister Propper, aber es gibt ihn einfach nicht bei DM. Und deswegen habe ich überlegt, teste ich den mal, ob der genauso gut ist. Dann natürlich Klopapier. Und zwar nicht mit dem Mops, weil ich wollte eigentlich das mit dem Mops haben. Das ist schon draußen. Aber dann gab es das drin. Ich hatte jetzt keinen Bock, extra wieder rauszugehen. Klopapier mit dem Mops sogar. Sorry, das rattert ein bisschen. Ich hätte übrigens diese rosa Ikea-Tüten, die groß sind. Sonst mal in blau-gelb. Ist nicht schön? Ach, ich liebe die. Ich ärgere mich, dass ich nicht noch mehr davon damals mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war mal so eine Limited Edition, glaube ich. Dann Gatsby-Kleber für meinen Mann. Den nimmt er immer, der klebt sich immer seine Haare zurück. Könnt ihr übrigens auch super für Perücken benutzen, ne? Statt Mastix oder so. Feuchtes Toilettenpapier für die Kinder mit Melonenduft von Sauber. Und es war das letzte Produkt. Feuchttücher fürs Baby. So, das war jetzt die schwere Tüte, obwohl da gar nicht so viel drin war. Kann man doch lieber Make-up kaufen, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 100 Euro wieder für die Tonne. Aber egal, hauptsache ich hatte Spaß und einen schönen Morgen bei DM. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Vergesst es nicht immer. Ansonsten abonniert mich. Ich mache hier ein Abo-Knöpfchen rein und schaut natürlich auch meine anderen Videos. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch bei Instagram. Ich sage tschüss und bis dahin, eure Laura.